Mit den Angriffen auf ukrainische Städte hat Putin zwar die radikale Kriegspartei in Russland vorerst zufriedengestellt. Doch es sieht so aus, als solle die Bevölkerung auf neue Niederlagen vorbereitet werden. Die Verhängung des Kriegsrechts in den 4 von Russland besetzten Gebieten der Ukraine durch Wladimir Putin hat vor allem symbolische Bedeutung. Sie sind ohnehin Kriegsgebiet, in dem angesichts der Schreckensherrschaft der Besatzer von Recht keine Rede sein kann. Der Erlass des russischen Präsidenten ist allerdings ein indirektes Eingeständnis, dass seine Armee in der Defensive ist. Das Kriegsrecht, die Worte des Kommandeurs der Spezialoperation, Sergei Surowikin im russischen Fernsehen über eine sehr schwierige Lage an der Front im Süden und die demonstrative Evakuierung der Zivilbevölkerung aus dem Chersoner Gebiet wirken in der Kombination so, als solle die russische Öffentlichkeit auf weitere Gebietsverluste, womöglich gar auf eine Rückeroberung der Stadt Cherson durch die ukrainischen Streitkräfte vorbereitet werden. Attacke auf die Zivilbevölkerung ändern die Lage nicht. Im Moment ist die radikale Kriegspartei in Russland noch begeistert über die Eskalation, die Putin mit den massiven Schlägen gegen die ukrainischen Städte und die Energieversorgung des Landes begonnen hat. Aber die Attacken auf die Zivilbevölkerung ändern die Lage an der Front nicht zu seinen Gunsten. Kommt es zu den nächsten Niederlagen, werden sie weitere Maßnahmen fordern. Doch das steht im Widerspruch zu den Versuchen, die Heimatfront mit der Verkündung zu beruhigen, die Teilmobilisierung sei bald abgeschlossen. Wegen des Ukraine-Kriegs möchte das Europaparlament den EU-Haushalt für das kommende Jahr deutlich aufstocken. Mehr als 850 Millionen Euro wurden hinzugefügt, um die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine besser zu bewältigen, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung des Parlaments. Die Abgeordneten gehen somit mit der Forderung nach einem Gesamtbudget von 187,3 Milliarden Euro in die Verhandlungen mit den EU-Staaten. Dabei geht es zum Beispiel um Geld für humanitäre Hilfe oder den Europäischen Verteidigungsfonds. Mit dem Vorschlag des Parlaments ist nun der Weg frei zu dreiwöchigen Verhandlungen mit den EU-Staaten. Haben sich die beiden Institutionen geeinigt, muss das Parlament den Haushalt noch verabschieden. Mit den Angriffen auf ukrainische Städte hat Putin zwar die radikale Kriegspartei in Russland vorerst zufriedengestellt. Doch es sieht so aus, als solle die Bevölkerung auf neue Niederlagen vorbereitet werden. Ein Kommentar von Reinhard Weser: Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat die NATO einen verstärkten Schutz ihrer Ostflanke beschlossen. Deutschland soll dabei eine Kampftruppenbrigade mit 3.000 bis 5.000 Soldaten für das EU- und NATO-Mitglied Litauen führen. Dort forderte ein Parlamentsausschuss das Verteidigungsministerium nun auf, sich mit Deutschland auf einen Zeitplan zur Stationierung zu einigen. Klar werden müsse, wann und wie viele deutsche Truppen im Rotationsverfahren eintreffen, wann neue Truppenübungsplätze und neue Militärstützpunkte gebaut würden, sagte der Vorsitzende des Ausschusses für nationale Sicherheit und Verteidigung, Laurinis Kaschiunas, am Mittwoch einem Bericht der Agentur BNS zufolge. Dies hatte Bundeskanzler Olaf Scholz im Juni bei einem Besuch in Vilnius zugesagt. In Litauen gibt es nun eine Debatte über die Frage, in welchem Umfang die Stationierung einer deutschen Brigade im Land selbst vereinbart wurde. Das deutsche Konzept sieht vor, Waffen und Munition in Litauen vorzuhalten. Der Großteil der Soldaten soll aber in Deutschland bereit gehalten und im Spannungsfall schnell verlegt werden. Kaschiunas sagte nach der nicht öffentlichen Ausschusssitzung, Israel bietet der Ukraine Unterstützung bei der Entwicklung eines Frühwarnsystems bei russischen Luftangriffen an. Die Ukraine solle Israel ihren Bedarf mitteilen und die notwendigen Informationen übermitteln, äußerte der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz gegenüber EU-Botschaftern laut einer Mitteilung seines Büros. Dann könne Israel der Ukraine bei der Entwicklung eines Frühwarnsystems zur Rettung von Zivilisten behilflich sein. Die Ukraine hatte Israel zuvor um militärische Hilfe und die umgehende Lieferung von Luftabwehrsystemen gebeten. Hintergrund sind Vorwürfe der Ukraine, Iran liefere sogenannte Kamikaze-Drohnen an Russland, die dessen Militär in der Ukraine einsetzt.
Israel verurteilt zwar den russischen Einmarsch in der Ukraine, bietet der Ukraine bislang aber nur humanitäre Hilfe an. Wegen der Lieferung iranischer Drohnen an Russland verschärft die Europäische Union ihre Sanktionen gegen Teheran. Die EU habe Beweise, dass von Russland gegen die Ukraine eingesetzte Drohnen aus dem Iran stammten, sagte die Sprecherin des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, Nabila Mesrali, am Mittwoch in Brüssel. Die EU verhängt deshalb Einreisesperren gegen mehrere iranische Verantwortliche und einen Drohnenhersteller und friert ihr Vermögen ein. Mesrali sprach von einer klaren, schnellen und harten Antwort der EU. Die neuen Strafmaßnahmen sollen am Donnerstagvormittag vor Beginn des Brüsseler EU-Gipfels im schriftlichen Verfahren von den Mitgliedsländern angenommen werden und mit Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft treten, wie mehrere Diplomaten mitteilten. Auf die europäische Sanktionsliste sollen 4 iranische Verantwortliche und eine Organisation aufgenommen werden, wie aus dem Vorschlag Borrells hervorgeht, der der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Darunter sind der iranische Generalstabschef Mohammad Hossein Bagheri sowie das Unternehmen Shahed Aviation Industries, das zu den Revolutionsgarden gehört und die Drohnen produziert. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hatte seine EU-Kollegen am Montag in einer Videoschalte zu den neuen Strafen gedrängt. Seinen Angaben zufolge setzt Russland vor allem sogenannte Kamikaze-Drohnen in der Ukraine ein, die aus dem Iran stammen. Damit sind mit Sprengstoff beladene unbemannte Drohnen gemeint. Die Ukraine hat seit Mitte September nach eigenen Angaben mehr als 200 iranische Drohnen über dem Land abgeschossen. Seit dem ersten Abschuss einer Kamikaze-Drohne vom Typ Shahed 136 aus iranischer Produktion über ukrainischem Territorium am 13. September in Kupjansk, habe die Luftabwehr 223 Drohnen dieses Typs zerstört, teilte die ukrainische Armee im Kurzbotschaftendienst Telegram mit. Teheran wies die Angaben aus Kiew als unbegründet zurück. Die Behauptungen, dass die Islamische Republik Waffen, einschließlich militärischer Drohnen, in den Ukraine-Krieg schickt, entsprechen nicht der Wahrheit, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran. Erst am Montag hatte die EU Sanktionen gegen die iranische Sittenpolizei und andere Verantwortliche verhängt. Grund war das harte Vorgehen der Behörden gegen Demonstranten nach dem Tod einer 22-jährigen Frau. Sie soll das Kopftuch nicht vorschriftsmäßig getragen haben. Der Einsatz iranischer Drohnen gegen die Ukraine soll auch bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats am Mittwoch Thema sein. Diplomatenangaben zufolge haben die ständigen Mitglieder USA, Frankreich und Großbritannien um die Besprechung gebeten. Wegen Russlands Vetorecht im Sicherheitsrat wird es keine Resolution geben. Doch die USA und Frankreich haben gewarnt, dass der Iran mit Lieferungen von Drohnen an Russland gegen eine Resolution des Gremiums verstößt. Das ukrainische Volk, vertreten durch seinen Präsidenten Volodymyr Zelensky, erhält den diesjährigen Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments. Das gab Parlamentspräsidentin Roberta Metsola am Mittwoch in Straßburg bekannt. Die Verleihungszeremonie findet am 14. Dezember in Straßburg statt. Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit wird seit 1988 vom EU-Parlament an Persönlichkeiten und Institutionen vergeben, die sich besonders für Menschenrechte und Minderheitenschutz, Achtung des Völkerrechts und geistige Freiheit einsetzen. Benannt ist die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung nach dem sowjetischen Physiker und Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow von 1921 bis 1989.